Michael Jackson war der Mythos der Popgeschichte oder der King of Pop, wie Liz Taylor ihn treffend beschrieb. Er wurde mit einem Stern am Walk of Fame in Hollywood, Los Angeles, geehrt. Am 25. Juni 2009 verständigte ein Bediensteter den Notruf. Fire paramedic 33, what is your address of emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Okay, sir. What's your address? Los Angeles, California, 90077. You said Carrollwood? Carrollwood Drive, yes. Yes. Okay, sir, what's the phone number you're calling from? Okay, sir, and what's the problem? Exactly what happened? Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not okay. Breathing, sir. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50, okay. He's unconscious, he's not breathing? Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either? No, he's not conscious, sir. Okay. All right, do you have him? Is he on the floor? Where is he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay. Okay, let's get him down to the floor. I'm going to help you with CPR right now, okay? We need him. We're already on our way there. We're on our way. I'm going to do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. No, he's not responding to CPR or anything, sir. Oh, okay. Well, we're on our way there. If your guys are doing CPR and you're instructed by a doctor, he has a higher authority than me. And he's there on scene. Okay. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so did the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? Sir, you just... if you can please... We're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay. We're on our way. We're less than a mile away. We'll be there shortly. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Call us back if you need any help. Thank you. Yes, sir. Bye. Yes, sir. Yeah!
Man versucht verzweifelt, dem Popstar zu helfen und bringt ihn ins Ronald Reagan Memorial Center. Dort stellt man im 1426 seinen Tod fest. Später taucht die Frage nach der Todesursache auf. War es Mord? War es eine Überdosis Medikamente? Oder gar Drogen? Verschwörungstheorien machen die Runde. Bis heute schulden die Behörden eine abschließende Antwort. Ich habe immer Musik machen wollen, die eine Generation inspiriert oder beeinflusst. Du möchtest, dass was du kreierst, auch lebt. Ob es nun eine Skulptur, ein Gemälde oder Musik ist. Wie schon Michelangelo sagte, ich weiß, der Schöpfer wird irgendwann gehen, aber seine Arbeit lebt weiter. Deshalb binde ich meine Seele an meine Kunst, um dem Tod zu entfliehen. Und genauso fühle ich auch. Ich stecke alles von mir in meine Arbeit, denn ich will, dass sie lebt. Ja, ich habe ihn immer so erlebt, dass er ein ziemlich armer Kerl war, glaube ich. Sehr schwierig für ihn, mit dem ganzen Rummel umzugehen, mit dem ganzen Geld, alles sehr überzogen. Und im Grunde, wenn ich an Michael Jackson gedacht habe, war er auf der einen Seite der Superstar, aber auf der anderen Seite hat er mir auch ziemlich leid getan. Ja gut, ich kenne ihn, aber ich liebe seine Musik nicht. Das ist nicht meine Welt. Der war ein selbstbewusster Mann, sagen wir so. Selbstbewusst. Und er war sehr intelligent. Michael Jackson kam als 8. von insgesamt 10 Kindern in Gary, Indiana, zur Welt. Die Geschwister von Michael Jackson sind Rabbi, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Brandon, Randy und Janet. Die Band Jackson 5 bestand seit 1966 aus den 5 Brüdern Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Michael Jackson. Wobei Michael der Hauptsänger war. Von den Jackson-Geschwistern waren nach Auflösung der Gruppe The Jackson 5 nur noch Michael und seine Schwester Janet Jackson dauerhaft erfolgreich. Hier sehen wir den kleinen Michael im Alter von 3 Jahren. Sein Vater Joseph Jackson war Kranführer. Vater Joseph Jackson sorgte von frühester Kindheit an für die musikalische Förderung seiner 6 Söhne und 3 Töchter. Er trieb sie immer wieder zu Höchstleistungen bei verschiedenen Talentwettbewerben an und gründete schließlich 1965 die Band The Jackson 5. Seine Mutter gehörte den Zeugen Jehovas an. Es war ein Fluchtweg, um dem Ärger mit ihrem Ehemann Joseph zu entfliehen.
Brandon Jackson, der ein Jahr ältere Bruder von Michael, starb bereits einige Stunden nach seiner Geburt. Also Weltstar. Ein hervorragender Tänzer, ein guter Sänger. Ansonsten, naja, man weiß nicht so, war man schon leicht suspekt irgendwie, aber trotzdem sympathisch. Ein Funken Wahrheit, wobei ich denke, dass die Amerikaner in Sachen Moral und so ja doch sehr übertrieben vielleicht reagieren. Also irgendwie haben die ja so eine ganz strenge Moral, denke ich mir jedenfalls so. Im Gegensatz zu den Knarren, wo jeder mit sich führen kann. Aber was Alkohol betrifft, sind sie ja ziemlich streng hinterher und mit Sex eben auch. Und ob das ja nicht Geldmacherei war von den Eltern der Kinder, ob die da den abzocken wollten, den Michael Jackson, oder ob etwas dran ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht war er nur ein ganz harmloser, treuherziger Typ. Kann ja sein. Vielleicht auch nicht. Also. Ach ja, kann ich nichts dazu. Ich habe damals diese Prozesse nicht wirklich verfolgt. Er ist ja auch, soweit ich weiß, freigesprochen worden. Und ich muss aber sagen, ich denke halt immer, wenn jemand wegen so etwas angeklagt wird, dann hat meine Erfahrung gezeigt, dass auch meistens ein bisschen was dran ist. Und ja, aber näher habe ich mich da auch nicht mit beschäftigt. Billie Jean ist seine Lieblingssong, ich bitte it. Billie Jean, weil Billie ist ja das Kondom und Jean ist ja die Hose. Und er erzählt halt quasi irgendwas mit einem Mann, der halt quasi draußen geht und er hat ständig Kondom in seiner Tasche. Und das ist ein Leben, der gar nicht so gern geführt hat. So ein Sexsymbol. Der wäre gern so ein Vater mit Kindern, so ein ganz normaler Mensch wäre es ja gern gewesen. Und er hat wirklich sehr viel geleidet darunter, dass sein Vater ihm wirklich das Leben gegeben hat, was überhaupt über an ihm gar nicht so glücklicher Mensch gemacht hat. Thriller. Spontan Billie Jean fand ich immer cool. Ja, war einfach, hat mir einfach gut gefallen. Ja, kann ich nicht näher. Ich würde sagen, mein Lieblingslied von ihm ist Human Nature. Ansonsten Beat It und Billie Jean, die größten Hits. Nach Welterfolgen mit den Jackson 5 startete Michael Jackson 1971 im Alter von 13 Jahren seine Solokarriere. Er blieb weiterhin Mitglied der Jackson 5, mit denen er bis 1978 regelmäßig weitere Alben veröffentlichte und auf Tournee ging. Jacksons erste Single war Got to Be There, Maria, die Platz 4 der amerikanischen und Platz 5 der britischen Charts erreichte. Sein Musikstil war damals noch klassischer R&B. Mit der zweiten Single, dem Remake von Bobby Day's Rockin' Robin, erreichte Jackson 1972 Platz 2 der US Charts. 1972 folgte das erste Soloalbum, Got to Be There, das Platz 3 der US Charts erreichte. Die Single Ben, You Can Cry on My Shoulder wurde Jacksons erster Nummer 1 Hit als Solokünstler. Yeah, you like Michael Jackson. 1972 wurde der Song mit dem Golden Globe Award als bester Filmsong ausgezeichnet. 1973 erhielt er eine Oscar-Nominierung. Auch das zweite Soloalbum, Ben, 1972 und 1973, war sehr erfolgreich. Das dritte Soloalbum, Music and Me, erschien 1973. King Dance. Das vierte Forever Michael, 1975. Beide verkauften sich eher mäßig. Michael Jackson konzentrierte sich in der zweiten Hälfte der 70er Jahre auf die Jackson 5, die 1976
von Motown Records zu Epic Records, heute Sony, gewechselt waren. I think he's a good human because he helped the people and he. Im Jahre 1977 trat Michael Jackson anlässlich des 25-jährigen Kronjubiläums der Queen Elizabeth II. Auf. Im selben Jahr übernahm Jackson eine Rolle im Film The Wiz, das zauberhafte Land, eine Musicalfassung des Zauberers von Oz, wo er neben Diana Ross und anderen ausschließlich afroamerikanischen Künstlern auftrat. Es war ja nicht ganz meine Zeit, nur sagen wir, die größten Hits und einige mehr habe ich schon mitbekommen und auch gemocht. Ja. Ich weiß, ich habe eigentlich wenige Künstler sonst kennengelernt, die einen so einzigartigen Stil hatten. Einen, der sich so unterscheidet von jetzt dem Restlichen, was in den Charts, sagen wir mal, drin ist. Das ist der Hauptgrund, denke ich. Der Popstar verkaufte 109 Millionen Musikalben des Titels Thriller. Zugleich war Michael Jackson der erste Künstler, der offiziell mehr als 100 Millionen Musikalben außerhalb der USA verkaufte. Mit 2,3 Millionen verkauften Musikdownloads in einer Woche hat er als erster die Grenze von 1 Million verkaufter Downloads pro Woche überschritten. Nach zwei gescheiterten Ehen lebte er zuletzt mit seinen drei Kindern, zurückgezogen in einer angemieteten Villa in der Nähe von Los Angeles. Ich denke, ich halte ihn für einen sehr starker Mensch. Der hat gekämpft, um das zu sein, was er ist, um einen Unterschied zwischen seiner Person und die anderen Menschen zu machen. Und ich denke, der hat auch dazu gebracht, dass er so gemocht wird, so wie der sich dann vorgestellt hat. Der hat sich das gegeben, der hat die Menschen gegeben, der hat die Menschen gezeigt, dass er der Michael Jackson ist, was er vielleicht vom Schicksal her sein müsste. Und er hat Anstand, sich in Flucht zu machen. Der hat die Sachen so in der Hand genommen und er hat sich das halt, der hat einfach akzeptiert, wie ein Kind das Essen halt akzeptiert. Der hat gar keine Wahl, der hat gar keine andere Wahl. Es gibt kein Kind, der stärker ist als sein Vater. Der hat das halt erleben müssen und er hat das halt. Der hat es einfach halt so halt das nehmen müssen, wie der das halt, der liebe Gott halt ihm gegeben hat. Der kam leider nicht dafür, ne? Aber ich denke, das ist auch gut, wenn er jetzt da ist, wo der gegangen ist, dass er einfach in Ruhe ist, ne? In Ruhe gelassen wird. Weil ich denke, mit der Geschichte, mit dem Kindervergewaltigung, das musste nicht sein, ne? Jackson wurde mit diesem außergewöhnlichen Erfolg zum absoluten Welt- und Medienstar. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Mrs. Reagan and Mr. Michael Jackson. Am 14. Mai 1984 hielt der damalige amerikanische Präsident Ronald Reagan eine Rede zu dem Thema Jugend ohne Alkohol. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde Michael Jackson zu dieser Thematik geehrt. Hören Sie in folgendem Verlauf in den Wortlaut dieser Rede. Well, isn't this a thriller? I'm delighted to see all of you here today. We haven't seen this many people since we left China. And just think, you all came to see me. No. I know why you're here, and with good reason. To see one of the most talented, most popular, and most exciting superstars in the music world today, Michael Jackson. Michael, welcome to the White House. I hope you'll forgive me, but we have quite a few young
folks in the White House who all wanted me to give you the same message. They said to tell Michael, please give some TLC to the PYTs. Now, I know that sounds a little off the wall, but you know what I mean. And Michael, I have another message from our fans in the Washington, D.C. area. They said, we want you back. So when you begin your greatly awaited cross-country tour, will you please be sure to stop off here in the nation's capital? Well, down to business. We're gathered here to mark the progress of a shared endeavor and to commit ourselves to an even greater national effort, as Elizabeth told you. On April 14th of 1982, I created a presidential commission on drunk driving. And since that date, real progress has been made. States have passed tougher laws, arrests and enforcement have been stepped up, and citizens across our country are taking a stronger stand against the tragedies caused by drinking and driving. Another milestone resulted from the Commission's work, the creation of a national public service campaign to make more Americans aware of solutions to this national problem. Our campaign will marshal the power of the media, with the help, as you've been told, of the Advertising Council, our Private Sector Initiatives Office, and the Department of Transportation under the strong leadership of Secretary Elizabeth Dole. This private sector government partnership brings a message to young people that will touch many lives and change them for the better. Today, we recognize all these fine efforts of volunteerism by the Commission members, as well as those of the Ad Council. Helping one another for the good of this country and its citizens, and without concern for reward or payment, this is the heart of America, strong, good, and true. I want to recognize another volunteer effort made for the good of our country, especially our nation's youth, and it is, as you've been told, none other than Michael Jackson's effort. At this stage of his career, when it would seem he's achieved everything a musical performer could hope for, Michael Jackson is taking time to help lead the fight against alcohol and drug abuse. Michael, you've made it possible for us to warn millions of young Americans about the dangers of drinking and driving. You've done this with your music you've provided to the public service messages, as well as through your own personal example. And thanks to your help, Michael, young people from virtually every family in America will hear these messages on television and radio. And they will hear them at one of the most critical times of the year, when graduations and vacations are fast approaching. Thanks to your help, lives will be saved, and no one can put a dollar value on the precious life of one boy or girl. Michael Jackson is proof of what a person can accomplish through a lifestyle free of alcohol or drug abuse. People young and old respect that, and if Americans follow his example, then we can face up to the problem of drinking and driving. And we can, in Michael's words, beat it. Nancy spends a great deal of her time with young people talking about the problems of drug and alcohol abuse. So I speak for both of us when I say thank you, Michael, for the example that you're giving to millions of young Americans who look up to you. And let me just say, as one who spent a certain part of his life in the entertainment business, what Michael Jackson has achieved is a tribute to 20 years of hard work, energy, tireless dedication, and a wealth of talent that keeps on growing. Your success is an American dream come true. And now, if you'd permit me, I would like to present you with this award. And I would like to read what it says. To Michael Jackson, with appreciation for the outstanding example you have set for the youth of America and the world, your historic record-breaking achievements and your preeminence in popular music are a tribute to your creativity, dedication, and great ability. The generous contribution of your time and talent to the national campaign against teenage drunk driving will help millions of young Americans learn that drinking and driving can kill a friendship. Zum Abschluss der Rede bedankt sich Michael Jackson beim amerikanischen Präsidenten
dessen Gestik wohl eher abwesend wirkt. I'm very, very honored. Thank you very much, Mr. President. And Mrs. Reagan. Wenn man bedenkt, dass Michael Jackson im Weißen Haus vorher bereits ausgerastet sein soll. Es wird behauptet, der Star habe geschrien. Er wolle Kinder um sich haben. Dies habe man ihm schließlich versprochen und er habe sich danach auf der Toilette eingeschlossen. Erst als man ihm die Kinder herbeigebracht hatte, sei er aus der Toilette herausgekommen. Zumindest, wenn dies stimmen sollte, würde dies die Körpersprache des Präsidenten erklären. Das über 28 Millionen US-Dollar teure Anwesen, welches ursprünglich den Namen Sycamore Valley Ranch trug, wurde nach Neverland, Anlehnung an Elvis' Anwesen Graceland, benannt. Die Ranch liegt sehr abgelegen im Santa Ynez Valley, etwa 10 Minuten außerhalb der Ortschaft Los Olivos und ca. 13 Kilometer nördlich der Ortschaft Santa Ynez. Die Gegend lebt in erster Linie vom Weinbau. Michael Jackson hatte die Ranch 1988 gekauft und im gleichen Zug sein Elternhaus Heifenhorst im kalifornischen Encino verlassen. Zur Neverland Ranch gehörte unter anderem ein Vergnügungspark mit diversen Attraktionen, ein Zoo, Kino, Museen. Die Gesamtgröße des Anwesens beträgt 11 Quadratkilometer. Wenn in den Medien die Rede von der Neverland Ranch ist, wird zumeist das Bahnhofsgebäude der Vergnügungsbahn gezeigt. Dieses Haus im Stil der Disney-Filme war allerdings nicht das Wohnhaus des Anwesens. Jackson lud früher kranke oder aus sozial schwachen Familien stammende Kinder auf seine Ranch ein. Dort konnten diese alle Attraktionen ausprobieren oder im Kino einen Film ansehen. Nach seinem Freispruch vom Vorwurf des Kindesmissbrauchs im Juni 2005 hatte Michael Jackson seinen Hauptwohnsitz in Los Olivos verlassen und war zusammen mit seinen drei Kindern in das Königreich Bahrain gezogen. Gerüchte über einen angeblichen Verkauf des Anwesens wurden von Jacksons Management immer wieder zurückgewiesen. Die Neverland Ranch war bis auf weiteres geschlossen, da Jackson das Anwesen seit dem Prozessende nicht mehr als seine Heimat ansah. Zwischenzeitlich hieß es, Brad Pitt wolle die Ranch kaufen. Jedoch hatte Raymond Bain in einer Pressemitteilung vom 9. November 2007 mitgeteilt, dass die Neverland Ranch nicht zum Verkauf stehe und auch nicht an andere Eigentümer übergehen werde. Im Februar 2008 berichtete der US-Fernsehsender Fox News, dass das 11 Quadratkilometer Anwesen mit Vergnügungspark bereits am 19. März versteigert werden solle, wenn Michael Jackson bis dahin seine 24,5 Millionen Dollar Schulden nicht begleichen könne. Dies konnte jedoch durch eine neue Kreditvereinbarung abgewendet werden. Auf der Ranch arbeiteten 69 Angestellte.
die zwischenzeitlich außer Dienst gestellt wurden. Die Ranch ist aktuell an eine Grundstücksfirma übergangen, an der Jackson beteiligt war. Auch der Privatzoo ist inzwischen aufgelöst. Aber der musste wirklich nicht mit seiner Hautfarbe übertreiben. Und ich denke, von seiner Hautfarbe, der hat wirklich die schwarze Bevölkerung ziemlich erniedrigt, sagen wir mal so. Weil der kommt davor, das ist ein Mensch, der hat sich nicht gemocht. Und in der Bibel sagt man, liebt deine Nächste wie dich selbst. Ne? Und er hat sich nicht selbst gemocht, dadurch hat die Schwarzen ihn auch nicht am Ende nicht gemocht. Die haben nur bloß seine Art und Weise, wie der getanzt hat und seine Musik. Aber dass er seine Haut geändert hat, der wurde am Ende gar nicht mehr gemocht. Aber ich würde sagen, der Michael Jackson ist einfach eine Geschichte gewesen in unserem Leben. Und der wird auch eine Geschichte bleiben. Ne? Ich würde schon sagen, dass er auch nach seinen ersten Operation sehr attraktiv aussah. Also jetzt, ich habe die den Filmmaterial aus den 90ern gesehen, wo mit den langen Haaren und so. Ich fand, da sah noch gut aus, nur nach der Zeit wurde es dann immer übertriebener mit den Operationen, was ich schade fand, ja. Ich weiß nicht, ich denke, er hatte einen besonderen Grund für seine Operation. Er wollte ja jetzt nicht, dass er einer Rasse angehört. Da war ja ein Mischling sozusagen vom Aussehen aus schwarz, weiß oder asiatisch. Und das, ich finde, das hat man eigentlich gut gesehen. Nur halt, sagen wir mal, seine ganze Ausstrahlung hat mir nicht gefallen, sagen wir mal, die vielen Operationen, die er durchgemacht hat und dann, was man alles immer wieder gehört hat, die vielen Medikamente und alles. Und dann auch, sagen wir mal, die Prozessverhandlungen da mit den Kindermissbrauch da und alles, gell, das hat mir dann nicht so gefallen. Gegen Ende der 70er unterzog sich Michael Jackson der ersten kosmetischen Operation. Weitere Operationen folgten, vor allem an der Nase. Jackson selbst erklärte 1993 in einem Interview mit Oprah Winfrey, sich zwei Eingriffen an der Nase und einem Eingriff am Kinn unterzogen zu haben. Jackson gab an, dass er aus medizinischen Gründen gezwungen gewesen sei, zusätzliche Eingriffe am Kopf vornehmen zu lassen. Bei einem Unfall mit Feuerwerkseffekten beim Dreh eines Pepsi-Werbespots hatte er 1984 schwere Verbrennungen am Kopf erlitten. Bei den Untersuchungen nach seinem Tod wurde eine kahle Stelle am Kopf als Folge dieser Verbrennungen entdeckt, die er seitdem mit einer Perücke verdeckte. Zu den Vermutungen in den Medien, er habe sich die Haut aufhellen lassen, erklärte Jackson in einem weltweit ausgestrahlten Fernsehinterview, die Veränderung seiner Hautfarbe sei auf eine Hautkrankheit zurückzuführen. Jackson wurde von seinem langjährigen Hautarzt Arnold Klein mehr als 25 Jahre wegen Akne und Schmetterlingsflechten behandelt. Nun folgt die Pressekonferenz vom Pressesprecher Robert Gibbs aus dem Weißen Haus. Morning. Look, he said to me that obviously Michael Jackson was a spectacular performer, a music icon. I think everybody remembers hearing his songs, watching him moonwalk on television during Motown's 25th anniversary. But the president also said, you know, look, he had aspects of his life were sad and tragic. His condolences went out to the Jackson family and to fans that mourned his loss. Why not a written statement then? Because I just said it. And you say he sent condolences to the family. Did he call the family personally? Not that I know of.
answered my question, but you didn't see it. We're done, right? You guys really didn't have a bunch of climate change questions either. No. That was the only. I noticed you guys were a bit shy when the president was standing up there earlier today. We were shy. Another question. Should we have shouted? Was he waiting? I could have arranged it through a third party. Nice. I did think about shouting, but I already did that once this week. Michael Jackson war zweimal verheiratet. Das erste Mal von 1994 bis Dezember 1995 mit der Sängerin und Tochter von Elvis Presley. In zweiter Ehe war Michael Jackson von 1996 bis 1999 mit Deborah Jean Rowe verheiratet. Aus dieser Ehe gingen mit dem Sohn Prince Michael Jackson Jr. und der Tochter Paris Michael Catherine Patricia Jackson zwei Kinder hervor. Sein drittes Kind, der Sohn Prince Michael Jackson II, kam 2002 auf die Welt und wird mit Spitznamen Blanket genannt. Die Mutter von Blanket ist bis heute nicht bekannt. Michael Jackson hatte das alleinige Sorgerecht für alle drei Kinder. Am 5. März 2009 kündigte Michael Jackson in einer Pressekonferenz seinen Abschied von der Bühne mit der Konzertserie This Is It in der Londoner O2 Arena an.